Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Wahrscheinlich ist der Akku gleich leer, oder? Schöneres als in so einem Video mit einem scheiß leeren Akku zu starten, oder? Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich persönlich überhaupt nicht auf das Video. Ihr wisst ja, ich bin derzeit am Entwässern und ja, so eine Entwässerung ist schon was richtig Geiles. Ja, was ich halt gut bei der Sache finde, ist, dass man dann auch immer wieder eine kurze Ausrede hat, wenn irgendwas ist. Oh, ich muss aufs Klo. Wir starten mit der geilsten Serie auf YouTube durch. Wir starten mit dem besten Format, ja. Dabei fällt mir ein, Jungs, ich muss aufs Klo. Fang mal an. Alter, krass, Mann. Das Video ist schon 20 Minuten online, hat nur 200 Likes, 30 Kommentare und 1500 Klicks. YouTube geht wohl aktiv gegen schlechte Videos vor. Meine Antwort darauf, komisch, wieso ist Marcells Kanal da noch da? It was at this moment that Marcel knew. He fucked. Der nächste Kommentar kommt von jemandem, der, alles klar, ein etwas längerer Joke. Also stay focused. Ein Japaner, ein Russe und ein Deutscher, ich muss aufs Klo, Junge. Oh. Stranden auf einer Insel. Der Häuptling der Eingeborenen sagt ihnen, kein Bock mehr auf den Joke, machen wir weiter. 1 Million Missgeburten-Special. Vertraut mir, Jungs. Er ist dran. Macht euch keine Sorgen, abonniert den Chat. Nee, ist in Ordnung. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Nee, wir steuern ja gerade wirklich straight auf die Million zu. Franklin? Wo steuerst du hin, Alter? Oh mein Gott, Alter, war der flach. Ich habe mir dafür wirklich schon jede Menge Gedanken gemacht und macht euch wirklich keine Sorgen. Dieses Mal meine ich es echt ernst. 1 Million Abonnenten-Special kommt auf jeden Fall. Ich habe mir coole Leute schon zusammengesucht. Den sind schon da, weil das ist auch eine große Bedeutung für mich. 1 Million Abonnenten-Special kommt dann auf jeden Fall gleich nach dem 500.000 Abo-Special. Halt einfach dein Maul. Ey, Nico, wenn du als Veganer auf Eier verzichtest, wie panierst du dann deine Schnitte? Der Kollege hier nennt sich der Rechtschreibkontrolleur. Ich habe ihn ja schon einmal gelobt und fand es ganz gut, dass er ein bisschen durch die Kommentare geht und die Leute korrigiert. Ich habe hier mal ein paar Kommentarauszüge, die als positive Resonanz auf die Kontrolle des Rechtschreibkontrolleurs folgten. Da waren Sachen dabei wie... Lorenzo! Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, wie du so viele Abonnenten haben kannst. Zu einem ist das Video inhaltlicher Blödsinn und Zeitverschwendung. Dazu kommt noch... An dieser Stelle bin ich kurz pissen. Dazu kommt es, dass du in dem ganzen Video maximal dreimal den Kampf... Alles klar, nächster Kommentar, ich danke dir dafür. Also nach den geilen Kommentaren habe ich gerade erstmal eine dreistündige Pause gemacht. Ja? Nee, ich meine, es ist ja auch so, man soll sich da ja Zeit lassen für so ein Video. Ja? Eine kurze Sache, ich will kurz was zu dieser Entwässerung sagen. Auf dem Hauptchannel für die Leute, die es nicht wissen. Bitte unter gar keinen Umständen irgendwie das nachmachen, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Ich habe gerade auch nochmal mit Tim drüber gesprochen. Und es gibt so viele Risiken, wenn man das macht. Und ich habe da selber auch Angst davor. Oder was heißt Angst? Ich habe Respekt davor. Aber ich schaue, dass ich alles richtig mache und ich schaue, dass ich es packe. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie es gerade so aussieht. Da das Thema gerade so eine große Rolle bei mir spielt. Und ich sehe einfach immer diese... Komodrogerie, Trockenfrüchte. Ich schwör's euch, ich hab auf nichts mehr Bock als auf diesen Shit. Wenn ich das Posing durch hab, ja, ich gehe zur Feier des Tages erstmal eine Tüte getrocknete Erdbeeren reinziehen. Jeder, der sich dafür interessiert, kann auf dem Lifestyle-Channel vorbeischauen. Also seid da gespannt, da kommt auf dem Lifestyle-Channel dann auch das Posing, könnt ihr vorbeischauen. Schau in die Kamera, wenn du drehst. Was meinst du gerade? Alter, ich könnte schwören, dass einfach jedes Video von dir mich zum Lachen bringt. Alter, was labert der? In diesem Sinne, da ist die Tür. Hat sie eine Funktion? Bitte zeig sie mir. Klar, Digga. Stimmlage war heute ein bisschen anders, auch nicht. Halt einfach dein Maul. Jo Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann dürft ihr jetzt meinen Kanal abonnieren. Ist das kein Privileg? Ah, ist das nicht super? Und außerdem beim letzten Video könnt ihr gleich auch noch vorbeischauen. Also ich, besser ist eigentlich eine Win-Win. Ja doch, definitiv. Jetzt.